Servus Leute, heute wieder der BMW E39 525D Touring, wo wir das 10 Zoll Android Radio von Xtrons verbaut haben. In diesem Video wollen wir einmal die Verkabelung erweitern, das heißt einmal das Rückfahrsignal für die Rückfahrkamera abgreifen, weil ohne dieses Signal würde das Radio im Rückwärtsgang nicht umspringen auf die Kamera. Dann wollen wir einmal das Handbremssignal abgreifen, dies dient dafür, dass wenn wir die Handbremse angezogen haben, Videos schauen können. Einfach aus versicherungstechnischen Gründen würde ich das Ganze so handhaben. Und zu guter Letzt würde man noch das Abblendlichtsignal abgreifen, beziehungsweise das Signal der Armaturenbeleuchtung würde ich eigentlich eher empfehlen, aber dazu kommen wir später, warum das nicht so einfach ist. Dieses Signal dient dazu, dass wenn wir jetzt gerade ja in der Nacht durch die Gegend fahren und das Abblendlicht eingeschaltet ist, dass der Bildschirm runtergedimmt wird. Weil wenn wir jetzt eine langere Strecke fahren würden, wäre es ja zwangsläufig immer umständlich, das Display von Hand runterzudimmen. Deswegen sollte es normalerweise über diese Schaltfunktion ja geregelt werden. Des Weiteren werden wir das Radio um zwei optionale Gimmicks erweitern. Das heißt, wir werden hier einmal den Wrestler-Stick verbauen. Dieser dient dazu, um auf das Steuergerät zugreifen zu können, weil wir über das Android-Radio zum Beispiel nicht den durchschnittlichen Verbrauch zurücksetzen können. Der Wrestler-Stick kann dies, das ist nur eine von vielen Funktionen zum Beispiel. Man kann auch mit dem Wrestler-Stick den Fehlerspeicher auslesen und kodieren und. Also man kann viele, viele Sachen mit dem Stick machen. Diesbezüglich werden wir den auch einmal verbauen. Als zweites Gimmick werden wir eine DAB Plus Antenne verbauen. Dazu sei gesagt, wir hatten auch den Fehler bezüglich, dieses Haken, dieses Stottern, welches letztendlich erzeugt wird. Dazu werde ich dann später, wenn wir das Ganze verbaut haben, auch noch ein paar Sätze zu sagen, wie man diesen Fehler simplerweise los wird. Und wir werden das Ganze ein bisschen anders verbauen, weil oft wird halt gezeigt, dass man das Ganze mit der mitgelieferten Antenne verbaut. Wenn man allerdings das TV-Modul im Kofferraum besessen hat, dann gibt es eine andere Möglichkeit, eine elegantere Möglichkeit und auch eine qualitativ hochwertigere Möglichkeit. So kann man das dann formulieren, um ein besseres Signal zu erhalten. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Gut, ich muss das Radio erstmal ausbauen, beziehungsweise muss dieses Zwischenkabel, welches letztendlich zum Radio geht und in den Zwischenstecker, beziehungsweise in das Verlängerungskabel, in diesen Quadlock-Stecker, um genau zu sein, geht, einmal ausbauen und mit auf den Arbeitstisch legen, weil wir nun den Wrestler-Stick verbauen wollen. So, nun haben wir den Quadlock-Stecker einmal auf dem Tisch liegen. Um die Strippen halt raus, bzw. die Pinne rauszubekommen, müssen wir einmal die Nase runterdrücken, dafür einen Draht, also einen stabilen Draht oder eine Nadel verwenden, das klappt immer am besten.
Und ich weiß jetzt nicht, ob die Nasen oben oder unten vom Pin sind, deswegen einfach mal ausprobieren, wo die genau sind. Kann sein, dass die mal vertauscht sind. Durchaus möglich, deswegen da probiertechnisch rangehen. Geht der Pin trotz allem nicht raus. Versucht die Strippe mal auch ein bisschen reinzudrücken, weil kann ja sein, dass die sich da oben angehakt hat, die Nase, und dementsprechend, wenn wir das Ganze tiefer reinschieben, kommt das Ganze am Plastikgehäuse vielleicht vorbei und dann können wir die Nase auch runterdrücken. Dann haben wir den Wrestler-Stick, der hat insgesamt 4 Strippen und ja, wir müssen davon halt 3 verkabeln. Laut Anleitung vom Wrestler-Stick ist die braune Strippe Masse, die rote Dauer Plus und die weiße das CAN-Bus-Signal. Bei unserem Adapterkabel ist es so, dass die schwarze Strippe Masse ist, die gelbe Strippe ist Dauer Plus, die rote Strippe ist Zündungsplus, deswegen bitte da auch das Ganze nicht vertauschen, ich erwähne es explizit nochmal. Und das CAN-Bus-Signal ist jetzt bei unserem Adapterkabel blau. Deswegen geht am besten nach der PIN-Belegung, weil das in der Anleitung auch per PIN-Belegung beschrieben ist und die passt besser. Weil laut Anleitung sollte die Kabelfarbe beim PIN 9, das wäre zum Beispiel das CAN-Bus-Signal, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, sollte die Kabelfarbe grün sein. Bei uns ist sie blau. Deswegen, wenn ich jetzt allein nach der Kabelfarbe gehen würde, würde ich falsch liegen und wahrscheinlich komplett was falsch verdrahten, was natürlich fatal sein kann. Deswegen geht am besten nach der PIN-Belegung. Das CAN-Bus-Signal lässt sich auch ganz einfach verfolgen, weil es zu dieser CAN-Bus-Box gehen muss. Deswegen könnt ihr auch die Strippe dann nochmal verfolgen. Ob ihr dann letztendlich richtig liegt, ja, seht ihr dann, wenn ihr das Kabel zurückverfolgt habt. Geht es zu der CAN-Bus-Box, wird es wahrscheinlich schon passen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Also wie man das Ganze dann jetzt verbindet, ist dann jedem selbst überlassen. Ich werde das so machen, dass ich halt hier zu sehen den Pin raushole, dann dort, wo letztendlich die Strippe gequetscht wurde, bisschen Lötzinn über die Stelle gießen lasse und dann dort auch die Strippe anlöte und dann das Ganze auf dem Schrumpfschlauch versehe. Ist eine sehr saubere Lösung, dementsprechend eigentlich auch zu empfehlen. Wie gesagt, es kann aber Probleme geben, weil ich weiß nicht, wie man jetzt zum Beispiel die Pins aus dem anderen Stecker entfernt. Deswegen, kann man auch das Kabel durchschneiden und das Ganze dann ja abisolieren und auch so verlöten, wäre auch eine Variante. Werde ich später auch machen, weil beim Lichtmodul ist es halt so, dass man da solche runden Pins hat, die relativ schwer auszuhebeln sind bzw. rauszubekommen sind und dementsprechend werde ich da auch das Kabel durchschneiden und dann ein bisschen abisolieren und dann dort das Ganze wieder neu verlöten und Schrumpfschlauch drüber machen. Dementsprechend kann man das Ganze dann auch so machen.
So, dann können wir normalerweise das Adapterstück wieder einbauen. Wir müssen jetzt noch beim Antennenkabel den Cinch-Stecker anbringen, weil wir haben hier ein Rohkabel gelegt und dieses Antennenkabel bzw. Videokabel in dem Fall ist halt für die Rückfahrkamera, das wollen wir jetzt auch nochmal verkabeln. Wenn ihr natürlich jetzt schon ein Videokabel verlegt habt, dann könnt ihr euch natürlich den Teil einmal kurz sparen. Kommen wir jetzt zu der DAB-Antenne bzw. zu dem Modul. Wir haben ja ein Antennenkabel gelegt gehabt für die WLAN-Antenne, für die WDCT-Antenne, um diese halt als WLAN-Antenne zu missbrauchen. Es hat zwar funktioniert, aber das Signal bzw. die Reichweite war halt sehr eingeschränkt, sodass dann die mitgelieferte Antenne die bessere Wahl war. Deswegen werden wir das Ganze jetzt so gestalten, die WLAN-Antenne wandert hinter das Radio, wo sie auch eigentlich hätte verbaut werden sollen, und wir werden dieses Antennenkabel nutzen, um unsere DAB-Box zu betreiben. Weil wir werden hinten, wo das TV-Modul verbaut war, und das TV-Modul hatte zwei Antennen angeschlossen, werden wir dort eine Antenne als DAB-Antenne missbrauchen. Welche von den beiden Antennen das ist, kann ich nicht exakt sagen, weil wir haben das Ganze abgesteckt gehabt. Ich habe es jetzt nicht sortiert gehabt
Und deswegen muss man da mal probieren. Das sind nur zwei Möglichkeiten. Viel falsch machen kann man nicht. Bei der einen Antenne wird das Signal besser sein als bei der anderen oder schlechter sein, je nachdem. Und da geht halt probieren über studieren. Allerdings bräuchtet ihr das Antennenkabel definitiv, weil ihr müsst ja irgendwie wieder nach vorne gelangen. Und ein Adapterstecker, aber da kann ich euch alles natürlich zu verlinken. Was man jetzt hier auch noch sieht, ist, wie auch vorne, mussten wir hier einmal das Koaxkabel mit einem Chin-Stecker versehen. Das machen wir jetzt auch kurz, damit wir später dann auch alles soweit vorbereitet haben für unsere Rückfahrkamera. Dann haben wir soweit alles vorbereitet, dass wir den Wrestler Stick einmal aktivieren können bzw. testen können. Also haben wir einmal den Adapterstecker wieder ins Radio gesteckt, alles soweit verkabelt und dann die Batterie wieder angeklemmt. Jetzt sei so viel gesagt, wenn ihr den Stick hinter dem Radio verbauen wollt, lasst das Radio erstmal vorm Schacht liegen und den Stick in Reichweite. Weil, wenn wir den jetzt schon fest verbauen, bevor das Radio überhaupt gestartet ist, wird der Stick bzw. das Interface nicht erkannt. Ihr müsst, wenn das Radio dann einmal gestartet ist oder die eBus-App gestartet hat, den Stick einstecken. Erst dann wird das Interface erkannt und dann könnt ihr den Stick aktivieren. Warum das nicht funktioniert, wenn wir das Ganze vor dem Erststart des Radios anschließen, keine Ahnung, aber dann zeigt der Nonstop an, dass kein Interface erkannt wird. Als nächstes wollen wir dann einmal das Kombi-Instrument ausbauen, um letztendlich unser Handbremssignal abgreifen zu können. Hierfür einmal die Holzblenden entfernen, am besten mit dem Plastikkeil abhebeln und gerade raushebeln, damit die Stifte, die sich dort drin befinden, nicht abbrechen. Dann müsst ihr darunter die beiden Kreuzschrauben lösen. Dann in der oberen Beuge müssten sich noch drei Torx-Schrauben befinden, die wir lösen müssen, oder zwei oder drei waren es. Und dann muss die Blende, wo letztendlich unser Abblendlichtschalter sich befindet und auch der Regler und alles drum und dran, müsste normalerweise uns schon fast entgegenfallen oder nach vorne herausgezogen werden. Da sieht man auch so einen kleinen, ja, im zweiten Bild so eine kleine Sprechblase, wo letztendlich auch noch so Plastikpinne sind, deswegen die nicht abbrechen. Wenn ihr das Ganze hervorgezogen habt, müsst ihr hinten noch von den jeweiligen Schaltern die Stecker trennen, das heißt dort auch einmal Stecker zusammendrücken und rausziehen. Achtet auf die Sicherung, die können sich auch unterscheiden, das heißt ihr müsst vielleicht nichts zusammendrücken oder was anderes zusammendrücken als die äußeren Kanten. Deswegen da mal schauen, normalerweise muss man an den äußeren Kanten so zwei Federn zusammendrücken und die Stecker ziehen, aber bei den fünf Steckern, die das sind, kann das Ganze auch mal variieren. Wenn dann die schwarze Blende einmal entfernt ist, müsstet ihr einmal das Lenkrad so weit wie möglich nach hinten, also zu euch und nach unten positionieren, damit ihr dann so einfach wie möglich das Kombi-Instrument entfernen könnt. Dann müsstet ihr an der oberen Beuge nochmal zwei Torx-Schrauben vom Kombi-Instrument lösen, dann ist das Kombi-Instrument eigentlich soweit lose drin, dann kann es nach vorne hervorgezogen werden. Jetzt unterscheidet sich das Ganze natürlich in zwei verschiedenen Kombi-Instrumenten. Einmal das Basis-Kombi-Instrument ist mit zwei Steckern, wie hier in diesem Bild zu sehen. Ja, verbunden haben wir dieses High-Kombi-Instrument. Dann sind es drei Stecker, wovon aber alle drei gleich aufgebaut sind. Die haben immer wieder oben
ja, eine Feder, die man reindrücken muss, und einen Bügel, den man gleichzeitig umklappen muss. Dann lassen sich die Stecker relativ einfach entfernen. Beim High-Kombi-Instrument ist es aber des Weiteren noch so, dass wir dort eine Kabelschelle in dem Kombi-Instrument drin haben, die wir einmal raushebeln müssen, damit wir das Kombi-Instrument hervorholen können. Hier sehen wir das Ganze nochmal in der bebilderten Anleitung. Gut, das Radio ist jetzt einmal noch kurz drin, aber ich werde gleich einmal die Holzzierleisten entfernen und auch einmal, ja, fühlend schauen, wo ich letztendlich dann ja in Richtung Kombi-Instrument komme, weil nicht alle Schächte, die jetzt nach links zum Lenkrad gehen, gehen automatisch zum Kombi-Instrument. Wir haben einen Schacht, der geht dann mehr oder weniger in Richtung Fußraum, und einen Schacht, der geht dann auch in Richtung Kombi-Instrument. So, dann habe ich auch schon mal die Strippen soweit vorbereitet. Ich habe die Strippen dann auch mit einem Stecker versehen, weil, damit ich das Adapterkabel später, wenn ich es mal entfernen möchte, auch ausbauen kann. Weil würden wir jetzt diese Strippen lötend verlängern an die jeweiligen Komponenten, das heißt ans Kombi-Instrument oder ans Lichtmodul, wären diese Strippen fest verbaut und ich könnte das Adapterkabel nicht entfernen. Deswegen mache ich einen Zwischenstecker, wo ich dann letztendlich ja, gegebenenfalls das Adapterkabel nochmal entfernen kann. Dann können wir auch schon im Beifahrerfußraum weitermachen.
Dort können wir nämlich diese seitliche Blende zur mittleren Armatur entfernen, um letztendlich dann auch schon dort das Kabel verlegen zu können, weil wenn wir das Ganze dann schon fest zusammenstecken später, wenn das Radio drin ist und so weiter und so fort, können wir die losen Strippen dann einfach nur zum Lichtmodul legen und können das Radio dann auch schon mal fest verbauen, wenn das Ganze soweit fertig ist. Deswegen einmal die Blende abschrauben, man hat es gesehen, einmal die Kreuzschraube oben entfernen und dann einmal nach hinten hinweg, das heißt mit der Mittelkonsole mit in Richtung Sitz, das Ganze kurz ziehen, dann steckt man das so gesehen aus und die Blende muss normalerweise dann schon von alleine runterfallen. So, machen wir uns, wie vorhin erklärt, einmal kurz ans Kombi-Instrument. So, nun haben wir hier in unserem Fall drei Stecker.
Ihr könntet auch gegebenenfalls zwei haben, je nach Kombi-Instrument. Wie gesagt, es gibt einmal das Basis- und einmal das High-Kombi-Instrument. Und beim High-Kombi-Instrument ist es so, dass unsere Handbremskontrollleuchte angesteuert wird über den schwarzen Stecker, der 18-polig ist. Und der Pin 5 ist für die Handbremskontrollleuchte. Und beim Basis-Kombi-Instrument ist es so, dass es ja die Handbremskontrollleuchte am weißen Stecker angeschlossen ist. Und dort ist es, um genau zu sein, der Pin 22. Um jetzt an die Pins ranzukommen, muss man diesen Stecker in zwei Teile zerlegen. Man kann sich das so vorstellen, man hat halt den inneren Teil des Steckers, wo letztendlich unsere Pins befestigt sind oder eingesteckt sind, und den äußeren Teil des Steckers, der dafür sorgt, dass wir letztendlich das Ganze am Kombi-Instrument anschließen können, beziehungsweise auch sichern und befestigen können. Jetzt ist es so, dass der innere Teil halt eine Nase besitzt und der äußere Teil hat eine Aussparung diesbezüglich, und wir müssen halt versuchen, den äußeren Teil ja so wegzuhebeln, nicht übertreiben, dass das Ganze auseinanderbricht, nur ganz leicht weghebeln und versuchen, den inneren Teil, das Ganze ist wie ein Schlitten aufgebaut, zur Seite wegzuziehen, dass wir den halt ja aus der die Nase aus der Aussparung bekommen und vorbeischieben können. Bisschen umständlich erklärt, aber so kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen. Ist wesentlich einfacher zu handhaben als jetzt gerade eben erklärt. Wie gesagt, und dann kann man den Stecker in zwei Teile zerlegen, so gesehen, und hat dann jetzt nur noch den inneren Teil, wo letztendlich die Pins befestigt waren. Wichtig ist halt, dass ihr da nicht zu stark mit dem Schraubendreher irgendwie hebelt, dass euch irgendwas abbricht, das ist halt wichtig. Wie gesagt, ihr müsst nur leicht dazwischen gehen und eigentlich könnt ihr dann ja die Hülle von dem Stecker mehr oder weniger einfach wie auf einer Schiene oder einem Schlitten, wie man das halt so umschreibt, einfach abziehen. Dann habt ihr noch den inneren Teil. Dort sind halt, wie gesagt, die Pins eingehakt sozusagen. Da ist aber mehr oder weniger die Nase des Pins offensichtlich. Da muss man halt gucken, welchen Pin wir jetzt auspinnen wollen sozusagen. Dann nehmen wir uns die Nadel, gehen dann in die Position dort, wo sich mehr oder weniger die Nase des Pins befindet, und dann drücken wir die Nase einfach ein und ziehen gleichzeitig eine Strippe. Und normalerweise kommt die dann relativ leicht schon raus. Wenn die dann in der zweiten Position nochmal hakt, wieder gleiches Prinzip, die Nase runterdrücken, rausziehen, weil das sind, meine ich, zwei Reihen, wo der Pin seitlich ersichtlich ist. Die eine befindet sich der Nase, die andere weiß ich nicht wofür. Kann sein, dass sie in der zweiten Reihe auch nochmal hakt. Deswegen also da ein bisschen aufpassen, dass ihr dann die Nase des Pins jetzt nicht zwangsläufig beschädigt oder abbrecht. Ja, dann muss das Ganze nur verlötet werden, mit einem Schrumpfschlauch versehen werden, idealerweise, ist natürlich immer super, damit letztendlich kein Draht auf eine andere Strippe übergreifen kann, und dann das Ganze natürlich einmal wieder zusammenbauen, das heißt einfach den Pin reinstecken, der hakt dann normalerweise von alleine ein, gegebenenfalls ganz leicht die Nase ein bisschen hochdrücken, nicht übertreiben, dass er wegbricht, das passiert nämlich dann, wenn man zu stark unterhebelt, sehr, sehr schnell. Deswegen ganz vorsichtig, nur ein paar Millimeter hochhebeln, reicht vollkommen aus, um den dann einrasten zu lassen. Dann die Hülle bzw. den inneren Stecker wieder in den Schlitten drauf schieben, raste dann auch von alleine ein, und dann seid ihr eigentlich soweit fertig, dass ihr das Kombi-Instrument wieder verbauen könnt.
So, dann sind wir hinterm Kombi-Instrument eigentlich soweit fertig, beziehungsweise an dem Stecker vom Kombi-Instrument. Und das Kombi-Instrument baue ich dann etwas später im Video dann auch wieder zusammen. Allerdings kompliziert ist das Ganze natürlich nicht, man muss einfach die Schritte rückwärts befolgen. Dann geht es weiter im Beifahrer-Fußraum. Dort haben wir eine Abdeckung unterm Handschuhfach, die müssen wir einmal rausziehen in Richtung Beifahrersitz. Das Ganze ist nur gesteckt. Dann haben wir dort drunter zwei Schrauben, die müssen wir einmal lösen bzw. leicht anlösen, man muss sie nicht komplett entfernen. Dann müssen wir das Handschuhfach einmal aufklappen, dann ist das Handschuhfach ja noch mit solchen zwei Gummibändern sozusagen fixiert, beziehungsweise wenn die Schrauben jetzt unfest wären und das aufklappen würden, verhindern diese Gummibänder, dass das Handschuhfach einfach ja, komplett durchfällt sozusagen in den Fußraum rein. Diese zwei Gummibänder sind gesichert an dem Handschuhfach mit so zwei, beziehungsweise jeweils ein natürlich pro Seite mit solchen Klammern. Die muss man mit dem Schlitzschraubendreher einfach nur zur Seite wegschieben. Dann kann man diese Gummibänder beziehungsweise die Öse davon über den Nippel einfach wegziehen. Das habe ich zuerst gemacht und dann habe ich die zwei Schrauben unten drunter gelöst. Je nachdem, wie man das macht. Jetzt in der Anleitung ist es natürlich verkehrt rum, aber das ist jedem selbst überlassen. Hier sieht man das Ganze nochmal, hier sind diese ja, Gummibänder sozusagen, wo wir letztendlich dann diese ja, Klammern einmal mit dem Schlitzschraubendreher entfernen müssen. Die lassen sich auch sehr einfach entfernen, hakt noch nicht großartig. Bevor wir das Handschuhfach dann komplett entnehmen können, müssen wir dann auch noch den Stecker von, ich weiß gar nicht, was genau dort ist, entfernen. Einmal zusammendrücken den Stecker, rausziehen und dann kann das Handschuhfach schon mal beiseite gelegt werden. So, hier sehen wir noch die Abdeckung. Wie gesagt, einmal kurz dran ziehen, dann ist es normalerweise draußen. Dann verlege ich schon mal das Kabel ein bisschen. Das heißt, mit Kabelbindern und Co. versuche ich das einfach dann irgendwo zu befestigen, dort wo schon Kabel sind. Weil dann klemmt man nichts ein für gewöhnlich. Versuche das Ganze auch zu befestigen, dass irgendwie nichts runterhängt, dass später, wenn jemand im Beifahrerfußraum seine Füße hängen hat, dass da nicht, dass er da nicht gegentritt oder irgendwas abreißen kann. Das ist halt sehr wichtig. Und dann gleich, wenn wir das Ganze verlegt haben, müssen wir uns an der rechten Seite, beziehungsweise ja, im Fußraum an der rechten Seite befindet sich ja noch eine Blende mehr oder weniger. Die müssen wir noch entfernen, um letztendlich ans Lichtmodul zu gelangen. Thank you.
So, hier ist die besagte Abdeckung. Ich habe erstmal geschaut, ob ich nicht vielleicht noch die Seiteneinstiegsblende entfernen muss. Muss man nicht. Man kriegt das Ganze auch so entfernt. Diese Blende ist mit zwei Nippeln sozusagen in die Karosserie außen reingesteckt. Das sind diese Plastiknippel, die auch überall anders zu finden sind. Deswegen einmal mit dem Plastikkeil dazwischen gehen und versuchen, diese halt geradlinig abzuhebeln. Am besten nicht das Ganze verkanten, weil sonst kann es sein, dass diese halt durchbrechen. Im schlimmsten Fall bricht sogar noch die Fassung der Nippel. Das heißt, das Plastikteil wäre dann unbrauchbar bzw. würde später nicht mehr halten. Deswegen versucht das Ganze natürlich in den Fußraum gerade hinaus abzubekommen. Danach müsstet ihr die Abdeckung noch an der Seitenleiste so ein bisschen vorbeifummeln, aber das geht relativ einfach und schnell. Und dann muss man eigentlich nur den Teppich zur Seite drücken und da haben wir dann das Lichtmodul.
So, dann haben wir hier das Lichtmodul, nachdem wir jetzt auch das Handschuhfach endgültig entfernt haben. Und das Lichtmodul ist unten, also an seiner unteren Seite, hinter dem Kabelbaum sozusagen mit einer Schraube gesichert. Diese Schraube müssen wir einmal entfernen. Dazu müssen wir aber auch den Kabelbaum erstmal aus diesen, naja, Kabelbaum-Befestigungsschellen, wie auch immer man die nennen möchte, entfernen. Hier muss man ja halt irgendwie die Spitze zusammendrücken und dann, ja, das Ganze aufklappen. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich hasse diese Dinger wie die Pest, weil die extrem schwer aufgehen. In diesem Fall ging es sehr, sehr einfach auf zum Glück. Aber für gewöhnlich sind die Dinger sehr sperrig und vor allem in dem engen Raum sozusagen, naja, hat man wahrscheinlich einiges zu fummeln. Deswegen, ihr müsst einmal diese Befestigung leider lösen. Egal wie, ihr könntet die auch theoretisch durchschneiden, empfehle ich jetzt zwangsläufig nicht, aber wäre theoretisch möglich, das später dann mit Kabelbindern nochmal zu sichern. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr das Ganze dann entriegeln. Darunter befindet sich die Schraube, beziehungsweise dahinter. Und ja, wenn die Schraube dann weg ist, muss das Lichtmodul nach unten hin rausgezogen werden. Das wird ein bisschen sperrig gehen, das wird sich ein bisschen, naja, wehren sozusagen, weil das Ganze oben noch aufgeschoben ist. Das kann man dann später auch im Video, glaub ich, noch sehen. Das befindet sich in so einer, ja, wie soll man sagen, ja, so draufgesteckt auf so einer Schiene sozusagen, kann man fast sagen. Deswegen einmal ein bisschen nach unten schieben und dann normalerweise durch ein bisschen ankanten, kriegt man das Ganze auch hier an den ganzen Abdeckungen vorbeigemogelt. So, dann haben wir hier das Lichtmodul einmal im Beifahrerfußraum liegen. Man sieht ja auch an der unteren Kante, wie der Fuß bzw. der das Beinchen, welches letztendlich oben in der Schiene sich befunden hat, aussieht, damit man eine kleine Vorstellung auch hat. Und um jetzt die Stecker entfernen zu können, ist es halt notwendig, dass wir an den äußeren Kanten, wie wir hier sehen, einmal das Ganze zusammendrücken und den ersten Schritt so gesehen machen, den Schlitten ein bisschen nach außen wegziehen. Das gilt nur für die beiden äußeren Stecker. Der zentrale Stecker ist ein bisschen anders aufgebaut. Wie gesagt, den Schlitten leicht rausziehen, dass eine Lücke entsteht zwischen Schlitten und Stecker sozusagen. Und dazwischen müsst ihr dann später mit dem Schlitzschraubendreher gehen, um den Schlitten weiter voranzutreiben bzw. weiter nach außen zu treiben. Seid dabei vorsichtig, dass euch nichts kaputt geht. Das ist wichtig, weil das Ganze per Hand zur Seite zu schieben erfordert viel Kraft und ist sehr umständlich. Deswegen habe ich dann einen dickeren Schlitzschraubendreher genommen. Da bin ich dazwischen gegangen zwischen Schlitten und Stecker und habe das Ganze dann rausgehebelt. Vorsichtig, aber das funktioniert wesentlich besser. Und wenn man den Schlitten dann komplett zur Seite rausgeschoben hat, so gesehen, ist der Stecker damit auch sofort gleichzeitig entfernt. Beziehungsweise drückt er sich dann automatisch nach oben weg. Zum mittleren Stecker sei gesagt, der ist einfach so aufgebaut, dass wir, wenn wir den in der Mitte halt wieder runterdrücken, die Sicherung, können wir den Bügel, der weiße Bügel, der sich hier befindet, einfach umklappen und dann wird der Stecker auch automatisch rausgedrückt. Wir bräuchten allerdings nur den weißen Stecker und wir müssten ihn eigentlich auch nicht abstecken, weil ich weiß nicht, wie man die zentralen Pinne in dem Fall auspinnt sozusagen, weil da sind diese Rundstecker drin, beziehungsweise diese Rundpinne. Und diese sind angeblich relativ schwierig auszustecken, weil die irgendwie vier Haken haben. Die muss man gleichzeitig runterdrücken und so weiter und so fort. Ich habe mir da was zu durchgelesen. Und diesbezüglich wollte ich mir die Arbeit nicht machen, weil wenn am Ende der Pin kaputt ist, haben wir keinen Kontakt zu dem Lichtmodul mehr. Beziehungsweise dieser Pin hätte dann keinen Kontakt mehr und das wäre natürlich dann beschissen. Deswegen habe ich die Kabel gekappt und dann später zusammengelötet. Das wäre natürlich dann, die einfachste Möglichkeit. Wer sich viel Arbeit machen will, kann versuchen natürlich diese Pinne auszustecken und das Ganze anzulöten. Direkt am Pin selbst ist natürlich die schönere Variante, aber nicht zwangsläufig die einfache Variante. Kommen wir jetzt einmal zu der Verkabelung, beziehungsweise wo müssen wir hier dran gehen. Wir können hier nicht nach Kabelfarbe gehen, wir sind hier bei BMW, nicht bei VW oder Audi. Deswegen müssen wir nach der Pinbelegung gehen. Deswegen brauchen wir auch nur den weißen Stecker. Ich habe erst gedacht, man könnte vielleicht an die Ambientenbeleuchtung rangehen vom Lichtschalter zum Beispiel. Die wäre im mittleren Stecker vorhanden, aber da ist es so, dass wir wahrscheinlich dort noch über das Potentiometer gehen und da gibt es dann Komplikationen mit. Wir haben es probiert,
Wir haben das Radio, die Strippe vom Radio auch an diesen Punkt dran gehalten, allerdings war es dann nonstop gedimmt, egal ob der Lichtschalter an war oder nicht. Und so sollte es natürlich nicht sein. Deswegen gehen wir hier ans Abblendlicht. Hat ein paar Nachteile, weil wenn wir jetzt in der Schweiz sind, haben wir Tagfahrlicht. Wäre natürlich negativ, weil da muss das Abblendlicht nonstop an sein. Das heißt, das Radio wäre nonstop gedimmt. Das heißt, hier müsste man wieder die Zeitschaltfunktion einstellen. Fahren wir in Deutschland, brauchen wir das Abblendlicht ja nicht einschalten tagsüber. Heißt, wir können ganz normal über die Funktion gehen. Das heißt aber auch, wenn wir die Zeitsteuerung eingeschaltet haben jetzt, wird sich der Bildschirm nicht übers Abblendlicht dimmen. Das heißt, wir müssen erstmal die Zeitsteuerung ausschalten, damit wir das Ganze testen können. Kommen wir zu der PIN-Belegung. Die PIN-Belegung war, glaube ich, soweit ich es noch in Erinnerung habe, auf der Rückseite vom Stecker zu sehen. PIN Nummer 3 war fürs Abblendlicht. Müsste auch ein ziemlich dickes Kabel sein, ziemlich dicke Strippe sein im Verhältnis zu manch anderen. Deswegen sticht die normalerweise heraus. Das Rücklicht ist an PIN 9 und 10 zu finden. Jetzt kommt drauf an, wir haben natürlich ein linkes Rücklicht, rechtes Rücklicht, deswegen spielt es keine Rolle, an welches wir hier gehen. Hauptsache eins von den beiden. Gleiches gilt natürlich auch fürs Abblendlicht. Wir haben hier auch zwei, also linke Seite, rechte Seite. PIN 3, weiß ich jetzt nicht genau, nimmt glaube ich die linke Seite, spielt auch wie gesagt keine Rolle, weil wenn wir das Abblendlicht einschalten, gehen natürlich beide Lampen an. Ansonsten ergibt das Ganze natürlich keinen Sinn. So, dann bauen wir jetzt einmal das Kombi-Instrument wieder ein. Wieso jetzt erst? Ganz einfach, wir haben uns erstmal Gedanken gemacht, ob wir die Anzeige, die sich im Kombi-Instrument unten befindet, erneuern, weil dort auch schon Pixelfehler aufgetreten sind, diverse, und sind zum Entschluss gekommen, nein, das machen wir nicht. Hat einen einfachen Hintergrund, wir haben hier den Wrestler-Stick drin, der kann auf alle möglichen Funktionen zugreifen, die letztendlich auch in diesem Display vorhanden wären. Und wir haben uns auch darüber informiert, wie man das Ganze bewerkstelligt, und dafür muss man das Kombi-Instrument fast komplett zerlegen, aufbohren und so weiter und so fort, was ein Riesenaufwand wäre. Zusätzlich passiert es halt oft, dass irgendwas dabei ja abbricht, was natürlich dann negativ wäre, und im Endeffekt kann es dazu führen, dass man letztendlich ein neues Kombi-Instrument bestellen müsste oder erwerben müsste, was natürlich extrem teuer wäre. Ich glaube 500 € oder so wollen manche Leute dafür haben. Und das Risiko ist einfach zu hoch, das was kaputt geht und am Ende halt ein riesen Kostenaufwand entsteht. Deswegen haben wir die Finger sein gelassen, weil wir den Wrestler-Stick haben und da auch auf alle Funktionen zugreifen können. So, kommen wir jetzt zum Einbau. Zunächst mal müssen wir natürlich erstmal alle Stecker hinten einstecken. Ganz simpel, den Bügel muss man runtergeklappt haben, dann den Stecker reinstecken und normalerweise drückt sich der Bügel von alleine wieder nach oben. Die drei Stecker stecken wir ein, je nachdem natürlich welches Kombi-Instrument wir haben, könnten es auch zwei Stecker sein. Dann nicht vergessen auch diese Kabelführung, die letztendlich dort vorhanden war, das heißt diesen Pin auch wieder ins Kombi-Instrument einzustecken, wenn es bei euch so war. Bei mir war es nämlich so, und dann kann das Kombi-Instrument so weit so gut auch wieder in den Schacht eingeschoben werden. Wenn das Kombi-Instrument dann drin liegt, kommen die beiden Torx-Schrauben noch oben ins Armaturenbrett rein, dass das Kombi-Instrument auch fest ist. Danach kommen wir zur Blende. Bei der Blende ist es halt so, natürlich erstmal alle Stecker wieder reinstecken und auch richtig reinstecken, nicht irgendwas vertauschen. Ich glaube, das geht aber auch nicht. Dann die Blende soweit einsetzen. Da muss man halt darauf achten, dass die Nippel auch wieder mit den Löchern vom Armaturenbrett übereinstimmen. Legt man die Blende rein, kommen dann oben die drei Torx-Schrauben rein und dann kommen die zwei Kreuzschrauben unten rein. Dort halt, wo die Holzblenden vorher waren. Dabei ist noch zu sagen, dass wenn jetzt zum Beispiel einer der Umrandungen von der Blende, da wo die Kreuzschraube durchgeht, wenn diese Umrandung wegbrechen sollte, dann schaut man vielleicht nach einer Unterlegscheibe, dass ihr das Ganze, die Fläche der Schraube so gesehen, ein bisschen erweitert und damit dann versucht, die Blende festzuziehen. Dass die am Ende nicht irgendwie klappert oder irgendwas lose drin sitzt, das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Deswegen versucht das Ganze dann vielleicht mit einer Unterlegscheibe auszugleichen. Weil bei uns war es so, als wir zum ersten Mal
diese Schraube gelöst haben, ist sofort, ja, mehr oder weniger diese Umrandung halt weggebrochen. Deswegen, wenn ihr das Ganze wieder einbaut und das bei euch derselbe Fall sein sollte, nehmt einfach eine Unterlegscheibe, eine größere, und ja, zieht das dann damit fest vernünftig, damit dann später auch nichts mehr klappert oder halt beweglich ist. Zu guter Letzt kommen dann noch die Holzleisten drauf, da einfach die Nippel in die jeweiligen Vertiefungen richtig reinschieben. Geht relativ einfach, die lassen sich dann später auch wieder einfacher lösen. Das erste Mal lösen ist meistens immer das Schwierige, deswegen da einfach draufschieben das Ganze, ein bisschen festklopfen vielleicht noch, falls sie ein bisschen abstehen sollten. Und dann ist soweit eigentlich alles ums Kombi-Instrument fertig. Wir setzen jetzt auch noch zusätzlich das Radio fertig ein sozusagen, weil wir müssten hier nichts mehr machen. Das Einzige, was jetzt noch gleich kommt, ist mehr oder weniger das Verlöten des Lichtmoduls. Aber da machen wir am Radio selbst nichts mehr, wir können ja da schon alles zusammenstecken. Und alles soweit dort schon mal vernünftig verbauen. So, dann kommen wir wieder ans Verlöten. Mittlerweile sieht man schon einigermaßen, dass es dunkel geworden ist. Dafür entschuldige ich mich auch. Es ist auch spät geworden. Ich habe viel Zeit investiert, das Ganze ja auch ausfindig zu machen, wie man was zusammenbekommt oder wie man vielleicht das Ganze elegant lösen kann. Das heißt auch auspinnen und Co. Deswegen, ja, ist es spät geworden und auch dunkel geworden. Ich versuche das Ganze trotzdem so gut wie möglich zu erklären, damit man eine gute Vorstellung bekommt, wie man das Ganze zusammensetzen muss, weil vor allem das Lichtmodul, da ist es halt so, dass man aufpassen muss, wenn man das Ganze einsetzt später, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt verlöte ich alles erstmal und dann schauen wir weiter. Thank you.
Wenn dann alles fertig verlötet ist, müssen wir wieder den Stecker am Lichtmodul anbringen. Das geht folgendermaßen. Der Schlitten muss komplett ausgefahren sein. Dann haben wir an unserem Lichtmodul ja solche Nippel, die mit unserem Schlitten bzw. mit der Öffnung des Schlittens übereinstimmen müssen. Dann den Schlitten bzw. Den Schlitten über den Nippel positionieren und ja, schon einsetzen sozusagen in die ersten Millimeter sozusagen. Und da muss der Schlitten einfach nur draufgeschoben werden auf den Stecker. Und der Rest zieht sich dann von selbst mehr oder weniger fest. Sind alle Stecker soweit angebracht, müssen wir nun das Lichtmodul wieder verbauen. Dies ist ein bisschen Fummelarbeit, weil wir natürlich nicht sehen können, ob wir die Schiene an der oberen Kante treffen oder nicht. Aber man kann halt schnell feststellen, ob man sie getroffen hat. Diesbezüglich gibt es halt drei Indizien. Erstmal natürlich, wenn wir das Ganze hochschieben, muss das Schraubloch übereinstimmen. Das heißt, es muss gerade nach oben gehen und dann muss natürlich das Schraubloch von unserem Lichtmodul mit dem Schraubloch in der Blechwand übereinstimmen. Des Weiteren läuft das Lichtmodul relativ parallel zur Einstiegsleiste. Das heißt, sobald es irgendwie sehr schief sitzen sollte, passt schon irgendwas nicht. Drittes Indiz wäre, wenn wir jetzt mit der Hand ein bisschen höher an das Lichtmodul versuchen zu greifen, das heißt, ja, dort wo das Handschuhfach eigentlich sitzt oder da das Metallgerüst ist und dort hinter die Verkleidung gehen und versuchen das Lichtmodul ein bisschen hin und her zu wackeln, muss es fest sitzen, es darf nicht beweglich sein. Die drei Indizien zeigen dann einem, ob das Lichtmodul richtig in der Schiene sitzt oder nicht. Vielleicht, bevor ihr das oben wackelt, würde ich das Ganze noch mit der Schraube fixieren, um dann auch wirklich sicher zu gehen, dass es sich nicht wieder löst und man die Arbeit wieder von vorne beginnen muss. Ist das Lichtmodul dann soweit fest verbaut, muss man jetzt das Kabel wieder fixieren mit dem entweder vorhandenen Kabelbinder, wie bei mir, oder man nimmt halt einen neuen Kabelbinder. Und das Kabel zum Radio habe ich wie folgt verlegt. Ich habe es halt hoch am Lichtmodul entlang gelegt, sodass es dann später hinter der seitlichen Seitenschwelle-Abdeckung, die halt an der Tür war, verschwindet und dann halt drüber gelegt hinter Handschuhfach, beziehungsweise da kommt ja auch noch die Abdeckung drunter so gesehen und da verläuft das Kabel halt entlang. Man hätte es jetzt rein theoretisch auch wie bei der Fahrerseite im ersten Video hinter der Fußmatte beziehungsweise hinter dem Fußboden, nennen wir es mal so, verlegen können. Aber das wäre mir dann zu viel Aufwand, das Ganze wieder aufzumachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür noch zusätzlich was entfernen musste. Die Variante geht auch. Sieht jetzt auch nicht viel schlechter aus. Das Kabel verschwindet komplett. Und man kommt jederzeit auch durch einfache Hantierung wieder dran. So, dann kommen wir zum Handschuhfach. Jetzt ist das Ganze natürlich schon sehr schwer erkenntlich, was ich gemacht habe. Ich versuche es mal so gut wie möglich zu erklären. Wir haben ja unten jetzt hier noch sichtbar die Schiene. Da wird das Handschuhfach draufgeschoben. Wir haben ja diese Klammerbacken sozusagen, die sich dann unten befinden und die dann mit einer Schraube festgezogen werden. Da muss man jetzt einfach nur schauen, dass wir natürlich erstmal, bevor wir das Handschuhfach überhaupt generell einbauen, den Stecker erstmal wieder anbringen und reinstecken. Dann können wir, wie gesagt, das aufschieben. Wir müssen halt schauen, dass wir wirklich zwischen den Backen, also die Schiene, sich zwischen diesen Backen befindet. Dann müssen wir die zwei Schrauben wieder festschrauben. Dann ist normalerweise das Handschuhfach so weit wieder fest, dass es ja mehr oder weniger dann im Fußraum liegt. Aber man kann es halt hochklappen und einrasten lassen schon mal. Und wenn wir so weit sind, können wir dann diese Halter, ich weiß nicht, was ist, aus Gummi oder so, wieder über die Nippel hängen sozusagen. Und dann mit der Klammer an den Seiten wieder sichern. Die Klammer wird einfach nur draufgeschoben, vielleicht noch so ausgerichtet, dass es dann einigermaßen gut aussieht. Und dann kann man das Handschuhfach eigentlich so lassen, wie es ist. Auf und zu machen, mal ein bisschen rumprobieren, ob alles wirklich funktioniert oder nicht. Irgendwie vielleicht doch was wegrutscht. Wenn das drin ist, ist es drin. Als letztes kommt dann noch unten die Abdeckung rein. Da muss man halt schauen, das sind halt zwei Schienen hinten, so weiße Schienen aus Plastik. Und da muss man diese Abdeckung reinschieben. Und ja, dann rastet die auch leicht ein sozusagen, aber nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, die kann man auch leicht wieder zurückziehen. Und dann ist man eigentlich soweit fertig.
Dann würde jetzt noch die Seitenschwellerabdeckung fehlen. Da ist es halt so, dass wir das ja erstmal unter den generellen Seitenschweller leicht drunter schieben müssen. Dann müssen die beiden Nippel halt in die Löcher passen. Vielleicht die Nippel auch in der Fassung ein bisschen hin und her schieben. Kann sein, dass man die dadurch besser ausrichten kann. Und dann halt mit einem leichten Stoß die einrasten lassen. Dann fehlt noch diese Seitenblende, die zur Mittelkonsole hingeht. Diese Stoffblende sozusagen, die natürlich dann auch einmal wieder einsetzen. Das heißt, einsetzen und nach vorne schieben, das heißt in Richtung Motor schieben. Dann rastet die ein, dann muss man noch die Kreuzschraube reinschrauben. Das ist ein bisschen immer so das Problem, weil die zu finden ist manchmal so ein bisschen tricky. Das heißt, vielleicht mit dem Schlitzschraubendreher sich das Loch ein bisschen freikratzen sozusagen, sodass dann die Schraube perfekt durchgeht. Kommen wir nochmal zum Schluss auf das DAB Plus Modul bzw. dem Tuner zu sprechen, wie das Ganze jetzt angeschlossen werden muss, weil die Antenne soweit haben wir ja verkabelt und das Modul muss folgendermaßen angeschlossen werden. Am Radio habt ihr für gewöhnlich, egal welches jetzt, zwei USB-Slots. Erster USB-Slot ist für gewöhnlich der ganz normale USB-Slot, wie auch gekennzeichnet USB. Der zweite USB-Slot ist dafür gedacht für das mobile Internet bzw. 3G. Schließt ihr nun den DAB-Tuner am USB-Slot an, also nicht an dem 3G bzw. mobilen Internet-Slot, dann werdet ihr folgendes Problem erhalten: Das Signal bzw. ja, der Ton, der rauskommt, klingt abgehackt, obwohl die Signalstärke eigentlich voll da ist. Wieso, weshalb, warum? Kann ich mir nicht erklären, das ist intern im Radio wahrscheinlich irgendwie so programmiert, dass die zwei USB-Slots, die eigentlich relativ gleich aussehen, unterschiedlich behandelt werden. Schließt man nun den DAB-Tuner am 3G- bzw. mobilen Internet-Slot an, funktioniert alles einwandfrei. Man hat einen sauberen Ton,
super Signal, wenn man die richtige Antenne hat, und es funktioniert alles einwandfrei. Das kann ich jetzt auch im Schluss nochmal in einem kurzen Abschnitt einmal zeigen. Noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt den DAB-Tuner über einen passiven USB-Hub betreiben. Dieser passive USB-Hub muss allerdings an dem mobilen Internet-Slot angeschlossen sein. Dann könnt ihr parallel zum Wrestler-Stick und dem DAB-Tuner natürlich dann noch andere USB-Geräte anschließen, zum Beispiel einen USB-Stick, um letztendlich dann auch von diesem USB-Stick Musik hören zu können. Den Wrestler-Stick würde ich nicht über einen USB-Hub betreiben, weil der auf spezifische Funktionen vom Fahrzeug zugreift und das sollte dann auch glasklar funktionieren. Bei einem DAB-Tuner kann jetzt nicht viel schief laufen, als dass dann zum Beispiel ja das Signal schlechter wird. Ich habe, wie gesagt, einen passiven USB-Hub von Anker verwendet, funktioniert einwandfrei, kann ich nur empfehlen. Bevor ich jetzt allerdings das Video abspiele, wo letztendlich auch der Ton bzw. der Klang zu hören ist, wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Umbau, beim Zusammenbau und auch viel Erfolg. Und man sieht sich dann halt im zweiten Teil wieder, wo ich dann die Rückfahrkamera einbauen werde. Bis dann!